Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders wieder, die Karin neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Karin. Hallo liebe Silke, ich freue mich riesig hier zu sein. Und mit der Karin habe ich schon ganz viele Videos hier auf meinem Kanal veröffentlicht. Vorrangig ging es immer um die Zahngesundheit. Wir hatten auch was zum chemiefreien Haushalt, sonst aber Zahngesundheit. Du bist Zahnmedizinerin und betrachtest die Zahngesundheit eher ganzheitlich. Ich habe mir auch schon Sprache der Zähne, dein Buch vorgestellt. Und das Schöne ist, da sind noch deine Bücher. Du hast ja E-Books und Bücher, ne? Kann ich auf alle Fälle empfehlen, gerade wenn man sich die Zahngesundheit ganzheitlich anschauen möchte. Du hast ja auch verschiedene Zahnpulver entwickelt, mit Lebenskraft pur, auch so ein ozonisiertes Olivenöl und Zahnkristalle. Und da haben mich ja damals auch schon immer Leute, was mit Birkenzucker die Zähne pflegen? Das geht doch gar nicht. Da muss man erst mal erklären, Birkenzucker, Xylit wird ja im Normalfall aus Birke hergestellt. Und das ist ein besonderer Zucker, den Kariesbakterien nicht verstoffwechseln können. Der ist halt nach dem Zähneputzen ganz gut dafür geeignet, um auch dazu beizutragen, dass der Speichel alkalisch wird, dass der Mundraum alkalisch wird und dass sich die Zähne wieder mineralisieren können. Und du hast im letzten Jahr nochmal eine neue Serie rausgebracht, Kokosöl mit einem ätherischen Öl, ich glaube Zitronenöl. Und dann hast du ein Zahnpulver herausgebracht, da ist neben Natron, diesem Birkenzucker, Xylit, Rügener Heilkräuter. Und dann ist noch eine Substanz drin. Und ich dachte, im Zahn, noch zwei? Was war noch? Warte mal, Natron, Xylit, Rügener Heilkräuter, was war noch? Kannst du es ergänzen noch? Die Aktivkohle? Ja, die Aktivkohle. Das ist ja ein schwarzes Pulver. Und das, weshalb wir heute das Video aufzeichnen? Ja. Kakao. Also Rohkakao, nicht der Kakao, den man vielleicht unter dem Kürzel KA findet, aber der wirklich natürliche Rohkakao aus der Kakaobohne. Mhm. Der beinhaltet etwas ganz Wundervolles und da kann ich gerne etwas dazu sagen. Ich habe beide Sachen hier stehen. Also ich habe einmal dieses schwarze Pulver und das Kokosöl hier. Und das schwarze Pulver, die Idee war einfach, das heißt auch weiße Zähne, das Pulver ist, aber eigentlich hat es drei Aufgaben, dieses Pulver. Das Pulver ist erstens ein Detox-Pulver, also wunderbar geeignet, wenn du zum Beispiel Entgiftungskuren oder Fastenkuren machst, ja. Und was viele Leute nicht wissen, alle meine Zahnpflegeprodukte sind auch essbar. Also man kann es auch runterschlucken. Es würde überhaupt nicht, also nichts Negatives machen. Ganz im Gegenteil, es würde sogar zum Beispiel Giftstoffe binden, wenn man es runterschluckte. Also die Aktivkohle bindet auch bestimmte Toxine, aber auch die Rügener Heilkräuter kann auch bis zu einem gewissen Maß Gifte binden. Also insofern ist das, wäre das nicht so verkehrt. Aber das wirklich Innovative an diesem Pulver ist eben diese Zutat Kakao oder Rohkakao. Darin befindet sich ein Wirkstoff, der nennt sich Theobromin. Und Theobromin wurde seit den 2003er bis 2004er Jahre international entdeckt in der zahnmedizinischen Forschung. Weil es geht schon sehr, sehr lange darum, eben auch etwas zu finden, was zum Beispiel eine natürliche Alternative zum Fluorid darstellt. Also weil ja immer mehr Menschen auch sagen, Fluorid will ich eigentlich nicht so sehr in meinen Zahnpflegeprodukten mehr drin haben. Gibt es denn nicht was anderes, was meine Zähne stärkt? Und da wurde dann viel geforscht und unter anderem eben auch mit Rohkakao, mit sensationellen Ergebnissen. Und hier für alle, die gerne immer Quellen haben möchten, gebt einfach mal bei PubMed, PUB.med, gebt ihr mal Theobromin und Karies ein, die beiden Stichwörter. Und ihr werdet ganz viele Studien finden. Im Laufe der folgenden Jahre, also bis heute geht diese Forschung weiter, weil man wirklich herausgefunden hat, das ist eine sehr gute Alternative zum Fluorid, da es einerseits teilweise sogar besser mineralisiert als Fluorid. Also das ist immer unterschiedlich. Natürlich, Studien sind nicht immer gleich. Also die eine Studie hat dann gezeigt, ungefähr gleich wie Fluorid. Andere Studien haben aber auch gezeigt,
besser als Fluorid. Also es ist mindestens, sage ich mal, so gut wie Fluorid im Mineralisieren. Und man hat aber auch festgestellt, dass es bei empfindlichen Zahnhälsen sehr, sehr gut wirkt. Also auch darin ist es eine wunderbare, natürliche Substanz, die wir nutzen können. Und und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch wundervoll. Sowas muss einfach auch in diese Serie, die ich entwickelt habe für Lebenskraft pur, mit rein. Und dann haben wir das letztes Jahr rausgebracht. Wenn man jetzt aber das nicht nur zum, als Mineralisation und, sagen wir mal, Antikariespulver verwenden möchte oder für sensitive Zahnhälse oder als Detoxpulver verwenden möchte, sondern für weißere Zähne, weil eine natürliche Zahnaufhellung erreicht man auch mit Aktivkohle. Ja. Aber noch weißer oder noch schöner wird die natürliche Zahnaufhellung, wenn man es kombiniert mit dem Kokosöl. Da gibt es auch ganz viele Studien dazu. Also damit putzen und danach noch einmal Kokosöl auf die Zahnbürste und mit der Zahnbürste nachputzen. Also nicht das Öl ziehen dann machen, sondern wirklich putzen. In diesem Kokosöl, das ist nämlich auch wieder was Besonderes, es ist nicht das ganz normale Kokosöl, sondern es ist ein Kokosöl mit auch 100% natürlichem bio-ätherischem Zitronenöl. Und Zitronenöl ist wissenschaftlich auch nachgewiesen in der Lage, Kariesbakterien, vor allem die Streptococcus mutans Bakterien, in Schach zu halten. Also nicht zu töten, aber wenn man jetzt zum Beispiel Xylit im Zahnpulver hat und dann noch das Kokosöl mit dem Zitronenöl nutzt, dann hat man wirklich eine schöne Kombination an natürlichen Hilfsmöglichkeiten, um die Kariesbakterien, die überhaupt nicht zu unserer natürlichen Mundflora gehören, also die Urvölker hatten nie Kariesbakterien, das ist alles der zivilisatorischen Lebensweise geschuldet. Und auf die können wir gerne verzichten. Insofern hat man mit diesen beiden Produkten auch wiederum eine ganz tolle Möglichkeit, gegen Karies vorzugehen. Mhm. Ja. Ich muss hier gerade mal, hier ist es gerade, hat es gerade geklingelt. Ich musste das kurz ausschalten, Entschuldigung. Insofern, man kann dieses Pulver nutzen auf vielfältige Weise, wirklich zum Zähne aufhellen, zum Detoxen oder zum Mineralisieren. Und eine Sache möchte ich noch ganz kurz betonen. Es kommen immer wieder Rückfragen, wenn es um Aktivkohle geht, weil gegen die Aktivkohle auch viele, viele Berichte in ganz vielen Zeitschriften seit ungefähr 2 Jahren gelauncht werden, worin man immer wieder lesen kann, Aktivkohle ist ja so gefährlich, weil es die Zähne aufraut, die Oberfläche zerkratzt und Zahnärzte warnen davor. Und dazu möchte ich gerne etwas sagen. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, gibt es auch einen Artikel oder ein Kapitel, da kann man das nachlesen. Die Aktivkohle hat einen RDA-Wert von 70. Also der RDA-Wert beschreibt die Abrasivität von verschiedensten Zahnpflegeprodukten. Also Zahnpasten, die bei DM in Drogeriemärkten gekauft werden können oder auch in Bioläden, die werden alle auf einen RDA-Wert getestet. Und dann werden die einkategorisiert sozusagen als normale Abrasivität, also für jemanden, der keine Beschwerden hat mit Zahnproblemen, der kann die normale Abrasivität nutzen. Es gibt aber auch dann eine geringe Abrasivität, die wird empfohlen für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen zum Beispiel. Und da ist es ganz interessant, dass ein RDA von 70 zur Kategorie normale Abrasivität gehört. Und viele unserer Zahnpasten, mit denen ich groß geworden bin, also da gibt es so eine rote Tube und eine blaue Tube und eine für morgens, eine für abends, das kennen viele, die haben nämlich auch die eine Tube davon hat eine Abrasivität zum Beispiel von 7 und 70, also noch höher als Aktivkohle. Aber hohe Abrasivitätswerte hat man erst
über 90. Also da ist 70 noch weit von entfernt. Und über 90, dann denkt man, okay, das gibt es ganz sicherlich nicht im freien Handel, weil das, wenn das ja so gefährlich ist. Ich kann nur sagen, es gibt ganz viele Zahnpasten da draußen, die weit über 90 einen RDA-Wert haben, teilweise bis über 200. Das sind dann meistens solche Zahncremes, die explizit als Anti-Raucher-Zahncremes auch beworben werden. Die sind extrem abrasiv. Aber es gibt eine ganze Menge Namen, die wir alle kennen, denen wir total vertrauen, die eine tolle Werbung haben, die abends vor der Tagesschau über den Flimmerkasten kommt und wir damit groß geworden sind mit Äpfeln und allem Möglichen und Tomaten. Die haben teilweise wirklich auch Abrasionswerte im Bereich zwischen 120 und 180 und kein Hahn kräht danach. Und deshalb wollte ich das hier nur noch mal thematisieren. Ein Abrasivitätswert, also ein RDA-Wert von 70 bei einer Aktivkohle, der muss jetzt keine Panik auslösen. Dennoch sind die anderen Zahnpulver, die ich entwickelt habe, deutlich milder. Da ist keine Aktivkohle drin. Da haben wir niedrigere Abrasivitätswerte. Das merkt man auch, wenn man da Zähne putzt, die sind dann wirklich ganz, ganz glatt. Beim schwarzen Pulver merkt man, es ist ein kleines bisschen rauer, aber es ist nicht gefährlich. Ja? Und dadurch, dass der Kakao drin ist, wird sofort remineralisiert. Und es gibt Studien, die belegen sogar, dass durch das Theobromin die Mineralisation, also dieses Hydroxylapatitkristall, was gestärkt wird durch das Theobromin, ist sehr viel größer als wenn man das den gleichen Vorgang mit Fluorid induziert. Also das gibt einem auch nochmal so ein wirklich ein gutes Gefühl, dass man weiß, ich kann damit wirklich die Stabilität des Zahnschmelzes unterstützen. Ja? Aber was du auch immer hier sagst, ne, das ist natürlich nicht die einzige, alleinige Maßnahme, um gesunde Zähne zu haben. Da gehört noch viel mehr dazu, gesunde Ernährung, also dieses Bewusstsein, das du ja auch mit deiner Zuhörerschaft und Zuseherschaft teilst, das ist extrem wichtig, auch um gesunde Zähne zu haben. Mhm. Also ist deine Frage damit beantwortet. Ja, also ich danke dir sehr für diese sehr interessanten, informativen Ausführungen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also genau, du hast dieses Zahnpulver und dieses, also das Kokosöl könnte man zum Ölziehen nehmen, aber dann auch noch danach putzen. Das wusste ich noch nicht. Ich habe ja auch dieses zu Hause. Und das ist ja auch immer, wenn man mit dem Pulver putzt, so ungewohnt, dass man erstmal schwarz, man putzt und dann hat man dann praktisch eine schwarze Paste oder die Zähne sind ganz schwarz. Ne? Aber danach sind sie eben schön hell. Also schön, fühlt sich schön sauber und hell an. Aber mit dem Kakao, das finde ich schön, dass du dir Zeit genommen hast, das mal zu erklären, weil das war für mich wirklich ganz neu. Also Birkenzucker vor Jahren, schon was mit Zucker, habe ich mich ja da auch ein bisschen reingearbeitet. Aber Kakao, das wollte ich gerne mal erklärt haben von jemandem. Das ist auch ganz neu hier. Also du weißt ja, ich habe eine Weile in Namibia gelebt und Südafrika ist nicht weit von Namibia entfernt. Und die sind extrem innovativ, auch im Bio-Kosmetikbereich, also Zahnpflege gehört ja zur Kosmetik, ne? Sollte man auch nicht denken. Man könnte denken, es gehört vielleicht zu Lebensmitteln oder auch zu Arzneimitteln, weil wir es ja in den Mund auch nehmen. Aber nein, es wird als Kosmetikum also eingestuft und entsprechend sind auch die Grenzwerte bei Kosmetika anders als bei Lebensmitteln und bei Medikamenten. Ja? Ist auch ganz interessant, was viele Leute gar nicht so wissen. Aber was ich sagen wollte, in Südafrika habe ich eben eine Chocolate Toothpaste gefunden und dachte mir, das ist ja interessant, habe ich noch nie was von gehört. Und damals habe ich eben angefangen zu forschen, zu gucken, gibt es denn Studien überhaupt zu Schokolade und Zähnen und Zahnpflege? Und dann war ich so erstaunt, dass es eben wirklich seit 2003 schon ganz, ganz viele wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt und man hört einfach nichts darüber. Ja? Das finde ich eigentlich das Tragische, dass es einfach nicht kommuniziert wird. Und dann habe ich gedacht, nee, also das muss sich ändern hier in Deutschland. Und Genau, ich danke dir. Also ihr Zuschauer, ich hoffe, ihr konntet euch was davon mitnehmen. Also die Karin hat ja auch einen YouTube-Kanal, folge dir selbst, den verlinke ich oben in den Infokarten. Du hast eine Webseite,
Genau, die heißt so wie ich heiße, drkarinbendergonza.com. Und da sind auch zum Beispiel meine Bücher. Könnt ihr da weitere Informationen zu den Büchern bekommen? Aber ich habe da auch eine Seite zu natürlicher Zahnpflege und zu Superfoods für die Zähne, weil da gibt es nämlich auch ganz viel zu lernen, wie wir von innen unser System stärken können, damit die Zähne überhaupt Baumaterial haben, um sich zu reparieren oder regenerieren. Also ja, da gibt's Seite verlinke ich auf alle Fälle unter diesem Video oder findet ihr auch im ersten angepinnten Kommentar und du bist auch bei Instagram. Da kann man dich das verlinke ich auch. Genau, ich danke dir sehr und an euch Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet ja wirklich was Neues, was Inspirierendes mitnehmen. Ich setze euch auch die Links zu Karins Zahnpulver und zu diesem Kokosöl unter dieses Video. Also ich teste das auch schon eine Weile und ist auf alle Fälle ein sehr innovatives Zahnprodukt oder so eine innovative Zahnkombination. Wir sind ja auch schon seit Jahren, nutzen wir auch das Zahnpulver oder die Zahnkristalle für meine Jungs, Kinder Zahnpulver, Zahnkristalle. Und haben wir schon gut in unseren Alltag integriert. Und meine Jungs, die sind jetzt fast 12 und 16, haben noch keine Karies. Und gehört natürlich nicht nur die Zahnpflege dazu, sondern auch eine gesunde Ernährung. Was ich noch gerne anmerken möchte, ich bin ja schon seit fast 30 Jahren jetzt Zahnärztin und ich habe viele Kinder auch in der Praxis früher behandelt. Und das Problem ist immer, Kinder mit Freude zum Zähneputzen zu bringen. Und das Schöne ist, mit einem solchen Pulver, was wirklich lecker nach Kakao schmeckt und dann mit einem Zitronenkokosöl hinterher nochmal drüber zu putzen, das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Kinder jetzt wirklich gerne auch Zähne putzen. Also das nur noch nebenbei. Und gerade mit diesem Kinderzahnpulver, was so ein bisschen nach Kaugummi schmeckt, hat ja noch 4 Zutaten. Ackerschachtelhalm auf alle Fälle, Orangenöl. Das lieben auch meine Jungs. Also die nehmen es immer dann, wenn sie auch unterwegs sind, auf Reisen. Sonst mache ich ihnen auch mal selber eine Zahnpasta aus Kokosöl und Birkenzucker. Manchmal noch ein ätherisches Öl rein, so Orange, Pfefferminz. Aber das Zahnpulver auch. Und das ist eine schöne Kombination. Und danach immer so ein Zahnkristall. Zitrone. Genau. Zitrone ist ganz beliebt bei meinen Jungs. Es gibt ja Orange, Eukalyptus. Und ja. Ich mag Orange am meisten. Das schmeckt auch so ein bisschen wie das Kinderzahnpulver, ne? Ja, genau. Ja, ne? Aber was ich noch sagen wollte, also in diesem einen Buch ganzheitlich gesunde Zähne habe ich ganz viele Rezepturen zum selber machen. Also weil du jetzt gerade gesagt hast, du mischst ja auch dein Zahnpulver selber. Ja. Also man muss ja nicht immer alles kaufen, man kann es ja auch selber mischen. Also da gibt es auch Anleitungen für Antischmerzgel oder eben auch Antikariesgel, Mundspüllösungen, also ganz viele verschiedene Dinge. Also wer da auch Lust hat, selber zu experimentieren, auch das ist eben möglich. Ne? Wie viele Bücher hast du mittlerweile? Also ich habe schon ganz viele Bücher geschrieben, aber ich habe dann auch immer wieder Bücher weggenommen, die nicht mehr, hinter denen ich nicht mehr ganz so gestanden habe. Also inzwischen habe ich wirklich, also da habe ich jetzt eigentlich das ganze Wissen reingepackt. Also mit den beiden Büchern ist man eigentlich jetzt ganz gut bedient. Und jetzt ist gerade das dritte Buch vom Lektor zurückgekommen. Das kommt jetzt hoffentlich, also es muss noch zur Grafikerin und kriegt noch ein Layout. Und dann ist das hoffentlich im Herbst auch verfügbar. Aber das sind so die wichtigsten. Also mit den beiden Büchern hat man wirklich einen holistischen Blick auch auf Zahngesundheit und es soll ja auch nur inspirieren, es sagt nicht, es ist so, sondern es ist einfach nur eine Inspiration und jeder kann mal gucken, was spricht mich an, was eben nicht. Aber dadurch, dass es eben Körper, Geist und Seelenebenen anspricht, hat man viele Möglichkeiten. Also die Wildkräuter sind auch drin in dem Buch. Auch Rezepte für Smoothies, es sind aber auch Yoga-Übungen drin für gesunde Zähne, weil Zähne ja mit Meridianen verbunden sind und darüber kann man eben auch auf energetischer Ebene ganz viel für Zähne tun. Also es ist Meditation drin, also ein Thema geht auch um Chakren, weil bestimmte Chakren sind auch mit Zähnen korreliert. Also es ist vielfältig und ich denke, für jeden ist was dabei, der mal einfach ein bisschen was anderes noch zusätzlich machen möchte, als nur Zähne putzen oder Zucker weglassen. Genau, oder wie wir auch immer sagen, zur Gesundheit gehören ja nicht die gesunden Zähne. Viele Menschen, die beschäftigen sich mit gesunder Ernährung, essen mehr pflanzlich, essen frischer, bereiten selber zu, mehr Rohkost und so war es ja dann auch bei mir. Dann kommt man irgendwann dahin, mit was dusche ich mich eigentlich, mit was putze ich mir die Zähne? Das ist so eigentlich ein automatischer Prozess, der dann nach und nach kommt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du so Alternativen anbietest. So wirklich gesunde
natürliche Alternativen, weg von diesem ganzen, also weg von der Industrienahrung und weg auch von dieser Industriekosmetik, wo ja für mich auch Zahnpflegeprodukte dazugehören. Ja, absolut. Also ich bin ja auch, was du vorhin schon mal sagtest, mit dem chemiefreien, also in Anführungszeichen chemiefreien Leben sehr eng verbunden, weil ich finde immer, ein Körper, der eben nicht zusätzlich belastet wird mit Dingen, die er entgiften und entsorgen muss, der kann einfach besser regenerieren, der ist nicht so im Stressmodus. Und wir brauchen eben diese Fähigkeit zu regenerieren auf allen Ebenen. Und je weniger wir unseren Körper stressen, körperlich stressen wir ihn eben mit toxischen Belastungen, natürlich emotional auch, aber da können wir unheimlich viel für uns selber tun. Also es geht nicht immer nur darum, dass der Zahnarzt irgendwas machen muss, dass die Zähne gesund bleiben, sondern wir selber können ja unheimlich viel tun, damit auch erst gar kein Symptom vielleicht entsteht, ne? Also nochmal eine schöne Zusammenfassung am Schluss, liebe Karin. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und gerne. Ja, genau. Ich wünsche den Zuschauern alles Liebe, alles Gute noch und bis ganz bald. Vielen Dank. Tschüss.